Eins, los! Eröffnung des verlängerten U-Bahn-Netzes in Wien. Seit 5. Oktober 2013 fährt die U2 nun bis Seestadt Aspern. Das sind 4,2 Kilometer mehr Strecke. Eine Herausforderung für U-Bahn-Weltrekordler Andreas Werner Dick, der im Kampf gegen die Uhr das komplette Wiener U-Bahn-Netz schon zweimal befahren hat. Nun muss also ein neuer Rekord aufgestellt werden. 4 Stunden 45 Minuten. Das ist mein aktueller Rekord für die Befahrung des Wiener U-Bahn-Netzes. Alle Strecken, alle Stationen. Jetzt ist das Netz um 4,2 Kilometer länger. Wie lange wird es diesmal dauern? Der neue Rekord für das Wiener U-Bahn-Netz von der Seestadt bis zur Seestadt. Herr Geschäftsführer, Ihr Tipp, wie lange werden wir brauchen? Ich sage 4,52. Ich bin beim Tippen leider ganz schlecht. Ich würde vorschlagen, wenn Sie es dann gemacht haben, rufen Sie mich an und erzählen wir es. Aber es wird sicher Spaß machen, würde ich auch gern machen. Leider habe ich die Zeit nicht dazu, aber es ist gut, dass Sie es machen und Sie rufen mich dann an und sagen mir Ihren Weltrekord. Wenn das letzte Mal unter 5 Stunden gedauert hat, dann würde ich jetzt meinen, dass ihr insgesamt 5 Stunden und 4 Minuten unterwegs seid. Also ich tippe auf 5 Stunden 42 Minuten. Ich habe keine Ahnung. Ich tippe total ins Blaue. Bitte. Weil ich die wahrscheinlich wahnsinnig intelligent einschätze. Danke. 5 Stunden? Na, 5 Stunden ist eine ziemliche Vorgabe. Wir werden uns bemühen, dass wir das zusammenbringen. Es wird okay. Gut ist. Dankeschön. Danke dir. Der Wiener U-Bahn-Weltrekordversuch mit Andreas Werner Dick findet am 22. Oktober 2013 statt.